Yeah, da bin ich wieder mit krass Facebook, meiner Sendung hier zwischendurch, zwischen Tür und Angel, wenn Kunden rein, ich aus, wenn Kunden nicht, ich spreche. Ja, krass Facebook, Ladies and Gentlemen, ist so eine tolle Sache. Wisst ihr auch warum? Also, Facebook hat zig Sachen, die wir angeblich machen dürfen. Als Admin habe ich natürlich einige Sachen, einige Schauspieler, die da ihre Sachen, die ich dann für diese Schauspieler verwalte oder eigenständig, da ihr ja wisst, dass ich auch eigenständige Sachen produziere. So, krass, Facebook ist ja so eine Geschichte, ich mache es mir mal hier so bequem, ich habe nämlich gerade Zeit. Übrigens mache ich auch Werbung für den Steeler Weihnachtsmarkt in der Stadt Essen. Steeler Weihnachtsmarkt ist lange auf, ist früh auf und ist auch lange bis zum 31. Dezember oder sogar noch länger, bis zum 6. Januar geöffnet. Ne, doch nicht. Diesmal nicht. Doch, wohl. Ganz raffiniert. Sehe ich ja jetzt erst. Vom 8.11. bis zum 23.12. und dann vom 27. bis zum 5. Januar. Geschickt gemacht, ne? Geschickt eingefällt. Aus einem Weihnachtsmarkt wird dann plötzlich ein Neujahrsmarkt. Ach, ist das alles herrlich. Und der Markt sieht genauso aus wie vorher auch. Aber wir bleiben bei Facebook. Krass Facebook. So, Facebook ist verdammt ein krasser Ort. Denn ihr dürft dort Menschen einladen. Da gibt es so einen Einladungsbutton. Facebook macht das auch gerne für euch. Dann zahlt ihr auch richtig. Und darum geht es nämlich. Macht ihr das freiwillig, ladet ein, dann werdet ihr gesperrt, weil ihr diese Funktion falsch benutzt habt oder weil sich irgendeiner aufgeregt hat, weil er ja weiß, dass er dich dann ärgern kann. Ne? So, wenn du aber 21, 41, 100 Euro bezahlst, ja, dann wird pro Tag da jeder immer, willst du nicht, hier, guck mal hier, da, Werbung, außer du zahlst, weil dann macht Facebook für dich alles oder da kannst du da machen, was du willst, aber Facebook ist dann eine Granate. Absolut, ja. Aber machst du es selber? Wie ich jetzt hier, oh, das geht aber nicht. Diese Funktion ist aber falsch genommen worden. Ja, weil irgendeiner sich da belästigt fühlt, weil ich leider jeden Einzelnen anpitchen muss. Das ist natürlich blöd, ja. Ich begrüße auf dem Weg aber auch Daniela Wuttke. Die kriegt von mir sofort ein Herzchen. Und ich schreibe auch während der laufenden Kamera, das Bühnenstück ist super. Spiegelt genau Weihnachten wieder. So, stimmt ehrlich. Die Daniel Rutke war ja bei Cobra 11 und ist jetzt auf der Bühne in Köln. Da müsste ich einmal hin, aber das schaffe ich leider nicht. Und sie hat ein tolles Bühnenstück, nämlich ein weihnachtliches Bühnenstück. Und ja, ich finde es super. Ich werde sie auch gleich bei Cobra 11 wieder einbinden. Weil Chris hat sie also auch schon dort eingebunden, der Nils hat sie eingebunden, der arbeitet ja bei Cobra 11. Erdogan gestern vor laufender Kamera hat uns ja gesagt, dass da richtig was los ist, ab 2020. Ja, mein Kollege war gerade mit seinem auch vor der Kamera und hat ja uns erklärt, dass Disney Plus im 31. März 2020 bei uns erscheint. Er musste auch direkt reinhauen, ja, dann sind ja Spoiler bis dahin und so. Ach, hört er auch mit Spoiler. Also ich sag nur eins, krass, Facebook ist das Lustigste überhaupt, weil krass Facebook bzw. Facebook uns so viele Soziales angeblich nimmt, anstatt gibt. Ja, du darfst an die Leute einladen, du darfst Sachen machen, oh, aber am besten wäre du bezahlst. Ne? Wenn du nämlich bezahlst, dann darfst du bald. Dann ist Facebook, ja, da kann man sich auch dann nicht beschweren, wenn man dann eingeladen wird in irgendeiner oder in einem Forum. Ja. Aber wir Administratoren, wir Admins, wir haben natürlich immer schön Ärger. Ne? Aber egal, müssen wir durch. Ne? Also, wir schreiten auf Weihnachten zu, 2019. Wir schreiten auf Disney Plus zu im März 2020 und wir haben alle auf irgendeine Art Spaß. Ich habe sowieso sehr viel Spaß mittlerweile, weil ich viele Leihfirmen habe, die ich wirklich bezahle, jeden Monat. Und diese Leihfirmen mit sich selbst irgendwelche Probleme haben und dadurch natürlich Behauptungen auf den Weg bringen, um sich noch mehr zu bereichern.
Ne? Und mittlerweile kann ich da witzeln drüber, weil ich sehr viele Kunden habe, die dasselbe Vergnügen haben. Wie die Telekom zum Beispiel, die da behauptet und so weiter und so fort. So, wir alle hier, und deswegen mache ich jetzt heute diese krass Facebook-Sendung, haben festgestellt, dass alles extra dermaßen gemacht wird, um die Leute zu verleiten, zu sagen, wisst ihr was, macht es doch selber. Ne, hier habt ihr die Genehmigung, schöne Unterschrift, macht es doch selber. Dann können sie eure Konten leer räumen und so weiter und so fort. So, ich habe auch gerade vor ein paar Sekunden wieder schöne Sachen gemacht, weil viele ja basteln. Ja? Star Wars kann man ja so als Brettspiele, dann kann man, habe ich jetzt leider hier nicht liegen, aber ihr wisst, dass ich das ja mal euch vorgeführt habe, irgendwelche Geschichten nachspielen, Waterloo, Römer, also ne, man kann die dann ausschneiden, so Papiersachen und dann auf, so Füsseliere und so, Bäume und so, und dann kann man wunderbare Dioramen aus Pappe bauen und dann geht das da richtig zur Sache, die 7. Kavallerie, ne, Custers Schlachter mit den Indianern, ne, ja, aber unter uns, man macht das natürlich auch, um bewundert zu werden und dass die Leute, oh, sieht das schön aus. Für sich selber, deswegen mache ich auch gar nichts mehr. Ich meine, ich kenne diesen Weihnachtsmarkt seit also 12 Jahren und noch länger. Ne? Weil ich habe 12 Jahre neben dem Weihnachtsmarkt sozusagen gewohnt. Also wenn der dann aufgebaut wurde und die Herrschaften dann da erschienen, brauchte ich nur ein Fenster gucken. Und dann konnte ich mir das anhören, konnte mir die Tänzer ansehen und so weiter. Waren also 12 lustige Jahre. Jetzt müsste ich extra 5,90 Euro investieren in die sogenannte Bahnfahrt und dort hinfahren. So. Und da wir ja verschiedene Gesetze haben, Artikel 13, ist jetzt so eine Sache, jetzt da mit einer Kamera aufzulaufen und das vielleicht irgendwie in Szene zu setzen. Und dann hat man seinen Ärger. Na, ein Kollege war gerade hier um die Ecke, deswegen komme ich heute auch auf diese Sache. Er hat seine neue Kamera 4K, nee, 6K sogar, 6K getestet im Park und schon ging es rund, weil dort im Park viele sitzen, die wohnungslos sind etc. und so, und dann fingen die dann ne? Ist halt so. Ich habe diese Woche nämlich auch vor, am Wochenende mal hier alles aufzuzeichnen und dann kriegt ihr mal ein wunderbares Video über den Verfall unserer Stadt, also diese Fläche um mich herum. Ich werde sie also so moderieren, dass ich wieder im Green Room arbeiten werde, weil direkt vor Ort, das bringt nichts, weil man wird angegriffen, weil eine andere Fakultät jetzt hier und da weiß man nie. Ja, da stehen da, was weiß ich, Neueröffnung, ist schon zwar 4 Jahre, aber immer noch Neueröffnung, Stehcafé, ich habe noch nie einen drin stehen sehen in dem Café zum Beispiel, ja. Und wenn ich dann komme, wissen die, dann sind die immer so, ne? Ich habe auch schon viele Szenen da erlebt, aber egal, manche Szenen erlebt man leider live, statt im Kino oder beim Erdogan, bei seinem Cobra 11. So, ich mache auch nicht zu lange, ich merke, ich habe Zeit, ich habe heute meinen Carpe Diem um 13 Uhr, merke ich hier, vor laufender Kamera, weil ich natürlich wieder so einen 4-Stunden-Auftrag hier neben mir habe, deswegen kam ich jetzt wieder dazu, weil die Maschinen sind jetzt hier 4 Stunden... am 19.12.1989 waren da die Kinder, noch einmal, 19.12.1989 waren viele Kinder da, ne? Weihnachtszeit, Christmaszeit, ach herrlich, herrlich, deswegen ist eine gute Überleitung zu diesem Stehler Lichtermarkt. Habt ihr gehört? Stehler Lichtermarkt, da oben steht's, nicht Weihnachtsmarkt, die Zeiten sind vorbei. So, ne? Hier oben, seht ihr? Stehler Lichtermarkt, ne? Ganz raffiniert. Vom 2. bis zum 7. November, jetzt, also gestern, heute ist leider schon der 8. So, dann der 23. Stehler Weihnachtsmarkt und dann Stehler Neujahrsmarkt. Genial, ne? Also dieser Markt ist erstmal ein Lichtermarkt, eine ganze Woche lang. Eine ganze Woche lang ist das ein Lichtermarkt und dann wird er offiziell umgeschrieben, nämlich heute. Heute wird er nämlich umgeschrieben, denn heute ist er nämlich ein Weihnachtsmarkt, ja, und nach dem ersten Feiertag im Dezember wird er zum Neujahrsmarkt. Ist doch geil, ne? Also, meine lieben Freunde, das ist doch noch geiler wie Facebook, ne? Ja. Hallöchen, da war doch was. So, ja, so, da bin ich nochmal zum Schluss, komme ich auch zum Ende. Wie gesagt, wenn Kunden eintreten,
Kamera aus für alle, die das hier sehen, hier in unserem Medienhaus. Und wie gesagt, habe auch mit einigen Schauspielern gerade noch gesprochen. Einige sind jetzt in Frankreich, ruhen sich aus, machen ein bisschen Urlaub auf dem Weg. Krass, Schule, viel Spaß, er weiß Bescheid. So, also noch einmal, am 1. Steler Lichtmarkt vom 2. bis 7., also gestern, und ab heute der 43. Steler Weihnachtsmarkt, ja, am Kaiser-Otto-Platz und am Grenzplatz, da ist nicht viel los, aber ist egal. Und der ist also ab heute 8.11. bis zum 23.12. Und am 27.12. machen die bis zum 5. Januar daraus, aus demselben, was vorher Lichtmarkt war, dann ein Steler Weihnachtsmarkt war, daraus machen die dann einen Neujahrsmarkt. Genial, ne? Ja, ist doch genial. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach. In der Innenstadt, der Stadt Essen, soll nach 50 Jahren der sogenannte gebräuchliche Markt und auch der viereckige Kasten, wo man seine Currywurst bekommt, wo der junge Mann oder die junge Dame arbeitet, auch seit 50 Jahren, nicht sie, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Also seit 50 Jahren gibt es das, diesen sogenannten Markt am Kennedy gegenüber der Lichtburg, dem Lichttheater, wo jetzt am 7.11., also gestern, der letzte Bulle eingelaufen und die Schauspieler auch am 2.11. dort waren und eine riesengroße Show gemacht haben. So, dieser weihnachtliche Markt, schrägstrich auch hier der normale Markt, der auf dem Kettwiger seit 50 Jahren uns verbunden, soll abrücken, soll vernichtet und verschwinden. Was natürlich schade wäre. Ja, warum weiß keiner? Ich meine, dann ist das alles sauber, das ist richtig, das ist ein, aber warum? Ich meine, so hat der Kennedy-Platz ja seine Berechtigung. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die Firma Deichmann, die hat nämlich da gebaut, ob die da vielleicht interveniert hat, wie sieht denn das aus, wer weiß. Also da baut zum ersten Mal, wo früher Rossmann war, ein traditionelles Haus, kommt jetzt riesengroß die Firma Deichmann hin. Ja, kann ja sein, ne? Dass die da sagen, ey Leute, das muss nicht sein, ne? Machen wir den Markt da weg. Ne? Und der Bürgermeister, klar, Rendite, machen wir. Ich hoffe nicht, deswegen krass Facebook, weil das auch im Facebook war, dieser Aufruf. Deswegen kam ich ja dazu, weil ich sonst keine Zeit. Und da war ein riesen Aufruf. Und hier in der Stadt Essen ist ja eh nichts mehr los. So, ich komme jetzt zum Schluss. Ich werde hier mal aufzeichnen alles. Und dann schaue ich mal, ob ich im Green Room das mache oder live euch das zeige. Wie doch hier alles den Bach hinuntergegangen ist. So, ich zeige euch dann auch ein Haus. Ich muss jetzt vorsichtig sein, aber ist halt so. 60 Jahre, dieses Haus war in deutscher Hand sozusagen. Da haben nur Deutsche gelebt, haben Deutsche gebaut und sind auch in Deutsch verstorben. So, 98,5% leben, oder sagen wir mal 98% lebt jetzt was anderes da. Andere Nationalitäten, so genau weiß man nicht. Also wenn man die Klingeln da, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht zuordnen, wem die oder zu wem die gehören. Aber meiner einer, deswegen erwähne ich das Haus, lebt seit 60 Jahren dort und hat also alle, die dort mal gelebt haben, verloren. Sie sind gegangen, sind alt geworden, sind verstorben. So, jetzt leben da halt 98% neue Menschen, andere Fakultät, ich verstehe kein Wort. Das Haus wurde früher 3 bis 4 Mal geputzt. Heute wird es gar nicht mehr geputzt. Man soll aber 1600 Euro bezahlen für nicht putzen, um das mal anzumerken. Wir sind ja immer noch bei krass Facebook. Und ja, so ist das heute. Ich bin deswegen gerade wieder auf die Sendung gestoßen, weil ich einen Anruf bekam. Da haben auch welche einen Rabatt bekommen. Hey, wir freuen uns, dass sie Mieter sind. Wir kommen ihnen entgegen. Plötzlich ist die Miete weniger. Ja? Man kann was einsparen. Ja? Und jetzt auf einmal, ist ja wieder Weihnachtszeit, kommt dann 200 Euro mehr. Aber nicht für die Miete, sondern Nebenkosten. Ne? Ja, ich kriege auch gerade die Nachricht hier wegen den Nebenkosten, ist klar. Ne? Ich sage, wir haben uns da gerade drüber unterhalten. Also jeder von euch bekommt ja Nebenkosten, die dann plötzlich so horrend sind, dass da doch, wow, ne?
Was soll das denn? Wow. Ne? Ist halt so. Besonders zu Weihnachten werden wir verkohlt, verarscht, um unser gutes Geld gebracht. Ja? Diese Stimmung, die wir zwischendurch haben, zwischen Glühwein und leckere Currywurst oder Bratwurst mit Senf oder halt neuartige Produkte, diese paar Minuten, die gönnen wir uns ja halt noch zur Weihnachtszeit. Aber alles danach ist halt ne? So, ich will aber nicht allzu lange. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt. Ich denke, krass, Facebook zeigt das ja alles an. Ich fand es ja auch super toll mit krass Facebook, dass ich jetzt, wie gesagt, keinen mehr einladen darf als Administrator. Ich darf euch also nicht einladen. Ich bin gesperrt. Ich würde meine Funktion fehlerhaft bedienen. Ich drücke ja nur drauf, wenn nicht. Das Lustige ist ja, dass Facebook mir das anbietet. Facebook bietet mir das an hier bei RTL Alarm für Cobra 11. Dürfte ich jetzt Mitglieder einladen. Ne? Da stehen sie da, die Birgit Graf, die Janet Bond und die Nina Rammershofen. So, die dürfte ich jetzt einladen. Darf ich aber nicht, weil ich mache das mal. Die Nina möchte ich einladen. Und jetzt steht's, sehr verehrte Damen und Herren, du wurdest vorübergehend blockiert von Facebook. Krass, Facebook. Scheinbar hast du diese Funktion falsch verwendet, indem du zu schnell vorgegangen bist. Dein Zugang zu dieser Funktion wurde geblockt. Weitere Informationen zur Blockierung findest du im Hilfeblock. Wenn diese deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsordnung verstößt, bitte mitteilen, habe ich gesagt. Sorry, ihr bietet daran, ich drücke drauf und ihr sperrt. Ich habe mehr nicht gemacht, ihr habt das doch gerade gesehen. Ich habe also nur einmal hier Klick gemacht, ne? Und schon geht nicht. Mehr habe ich nicht gemacht, nur Klick. Egal, da hat irgendeiner wieder bei Facebook interveniert. Man hat da mehr Feinde wie Freunde. Ne? Also wenn ihr da 5000 Freunde habt, meine lieben Freunde, ihr habt sicherlich 5000 Feinde, aber nicht Freunde. Also irgendeiner schießt immer quer. Ist halt so. Wollen wir uns nichts vormachen. Facebook ist kein Ort der sozialen Leistungen und das Internet schon mal gar nicht. So. Und Amazon und Amazon Prime und YouTube Spezial oder Netflix oder demnächst Disney Plus ist nicht sozial. Kein Fall. Das ganze Netz ist nicht mehr sozial. 1989 Sir Berners-Lee, der das auf den Weg gebracht, HTML 5, heute, damals das HTML überhaupt, aber heute sind wir ja schon bei HTML 5. So. Er hat ja auch versucht, geht mal hin, for the web, gibt mal ein, for the web, dann kommt er auf seine Seite und er versucht halt das Netz neu zu formieren, neu auf den Weg zu bringen. Mein lieben Freund, das ist wie so eine Sekte, mehr ist da nicht. Ich habe mir seine Strukturen angesehen, also das will keiner mehr. Keiner will mehr so eine Struktur for the web, sondern er möchte das, was er heute hat. Er will ein YouTuber, er will ein Instagrammer, er möchte ein WhatsApper. Das ist halt so. Und ich sage krass Facebook. Ich meine wirklich, Facebook ist krass geworden. Man wird gesperrt. Also, heute mal meine Liebeserklärung an diese über 20er Serie Cobra 11. War mir einfach mal danach. Ich habe eine Liebeserklärung an Cobra 11 rausgehauen. Und ein paar haben quittiert, die lieben Cobra 11 mittlerweile auch. Die Serie, wie gesagt, sehen wir Gerkan, Schrägstrich Erdogan, Atalay hat da gestern im Büro da philosophiert etc. und pp. Ich werde gleich Nils Körwin mal fragen, warum er nicht dabei war. Mal gucken, ob Nils Körwin als Helmut-Freund dazu was sagt. So, viel Spaß bei den Hundefilmchen, viel Spaß bei den Katzenfilmchen und viel, viel Spaß bei Facebook. So, ich komme da drauf, weil ich gerade hier wieder was Lustiges sehe. Ein total verdrehter Hund, ne? Und nuckelt da am Pin der Mama mit insgesamt, muss ich mal eben zählen, 10 Hunde. 10 Hunde versuchen da am Nippel der Mama zu saugen, sind Frischlinge, gerade frisch geboren. Die Mama denkt sich auch ihr Teil, weil die Kamera drauf gerichtet. So, und der eine liegt verkehrt rum, vielleicht habt ihr das gesehen, ne? Der liegt total verkehrt rum, hängt da in der Luft und ist am Saugen. So, dann seht ihr mal, das ist krass Facebook. Krass Facebook.